Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind in Bad Hügelsdorf 2020 mit dem Weihnachtsshuttle hier unterwegs. Schöne Sache. Wir sind mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt hier fahren wird. Dementsprechend natürlich auch den MAN von Bad Hügelsdorf, also das komplette Programm, was Bad Hügelsdorf so zu bieten hat. Und dementsprechend, ja, das ist Content, der jetzt im neuen Update dabei war und das wollen wir uns hier mal anschauen. Ja, die Einstellung habe ich mal jetzt von Knolli genommen. Er meinte, sein Omsi läuft grandios mit Bad Hügelsdorf und ich habe jetzt schon stehende Bilder, großartig. Und hier sehen wir schon der Weihnachtsmarkt. Ach Leute, es ist soweit. Ich freue mich drauf. Meine Kinder sind natürlich eben so total aus dem Häuschen. Ihr wisst es ja selber wahrscheinlich, wie das mal so war bei euch. Oder vielleicht seid ihr das ja immer noch, ne? Man kann ja nie wissen. Aber auf jeden Fall ist die Weihnachtszeit eine der schönsten Zeiten, wo man ja halt zusammen sein muss. Gerade auch in Zeiten von Corona natürlich immer mega schwer jetzt, wenn man jetzt auf die Liebsten jetzt irgendwie doch ein bisschen verzichten muss. Aber ich denke mal, auch das geht irgendwann mal vorüber. Und dementsprechend machen wir uns die Zeit hier schön mit ÖPNV-Simulationen. Und dementsprechend lasst uns mal hier in eine gemütliche Runde hier uns reinsetzen in den Bus und ja, schauen, was uns hier so dieses neue Update so bringt. Wie gesagt, Knollis, ist Knollis Einstellung. Ich hoffe, das funktioniert hier. Ich kann dazu nichts sagen. Ihr habt es ja letztes Mal schon in der Folge gesehen, auch da gab es natürlich heftige Lecks dann immer so drin. Das ist mega lästig. Ich weiß nicht, er hat mir das hier komplett weggenommen und ich könnte so heulen, ja, dass da mal wieder irgendein Update wieder kam. 052 und PIN ist 15, was war das? 15067. 15067. Und ja, wir sind auf der Linie 00000. Und ja, Invalid-Route, ja schön. Und Route 8, ja, das zeigt er mir natürlich jetzt nicht an. Warum nicht? Das ist jetzt natürlich wieder großartig. Wenn wieder was nicht funktionieren soll, ja, weil er mir die falsche Hofdatei geladen hat. Das ist natürlich jetzt wieder mal richtig schön. Freue ich mich. Normalerweise ist es hier Code 8. Wir könnten mal probieren, den Bus nochmal zu stornieren, den nochmal neu zu laden. Ach Mensch. Immer wieder, wenn irgendwas immer nicht so sein soll, wie es eigentlich ist, ist das halt immer wieder super lästig. So, BHD, MAN. A20 Überland. Ja, das ist halt. Warum hat man denn so 20.000 Hofdateien immer drin? Ja, das ist super verwirrend. Kann man die eine nicht bearbeiten, das Ganze dann einfach dementsprechend irgendwie zum Entschlacken bringen oder sowas? Ja. So, probieren wir es nochmal. Ja, jetzt müsste er uns noch in den Bus reinsitzen. Also die, ich glaube nicht, dass die Performance hier besser geworden ist. Wir probieren es einfach nochmal. Haben wir noch ein bisschen Zeit. So, können wir hier den Channel wieder auswählen. Samstag, Sonntag war das 10.15 Uhr. So, 21052. Und 15... 067 Route und das war 8. Aha. Schweigroter Platz. So, dann haben wir das mindestens jetzt auch. Shuttleverkehr, genau. Nach Mühl. So, jetzt haben wir natürlich ein anderes Aussehen. Ne? Wir verbinden Leidenschaft. Na, Eishockey passt auch. Ist okay. Kriegen wir hin, oder? Kriegen wir hin. Aber hier sind auch, ja, bei uns läuft auch nicht immer alles so reibungslos. Ja? Das ist immer wieder verflixt hier alles. So, wie kann man schon mal Licht anmachen? Oder auch nicht. Oh. Ich dachte, weißt du,
Es ist jetzt so dieses ultimative Setting. Naja, meint er, dass es bei ihm ohne Probleme läuft? Oh, mit Tracker, ja, nochmal ein bisschen komplizierter alles. So. Aber ihr seht halt selber, ne? Also ich habe mehr Standbild, als ich flüssiges Gameplay habe. Und ich weiß nicht, warum das bei Bad Hügelsdorf das echt nicht auf die Reihe kriegt. Wir müssen da hinten hin. 5. Ich würde mal sagen, wir können auch losziehen. Damit der hinter uns da sich hinstellen kann. Gucken, dass wir jetzt hier nicht den Arsch abfahren. Und hier rum. So. Ist Ihnen nicht auch kalt da vorne? Guten Morgen. Einen wundervollen guten Morgen. Ein Ticket bitte, womit ich von morgens bis abends fahren kann. Ich glaube, das nennt man Tageskarte. Wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Morgen. Halli, hallo. Hallo. Hallöchen. Hi. Ach, der Doc Omsi. Der meckert immer so viel. So, 260. Danke. Hallo. Hi. Einmal normal. Guten Morgen. Hallo. Dankeschön. Guten Tag. Hi. Hallo. Hallo. Ja, moin. Grüß Gott. Servus. Morgen. Ist Ihnen nicht auch kalt da vorne? Ja, doch, ist kalt. Siehst du, ich sitze mit Jacke hier. Danke. Bitte. Eine Kinderkarte. Hallo. Kinderkarte. Vielen Dank. Ich hätte gerne ein Ticket für den ganzen Tag. Oh Mann, jetzt wollen die hier alle Tickets jetzt hier haben. Dankeschön. Morgen. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Danke. So, haben wir ja noch ein bisschen Zeit hier. Dürften wir jetzt auch ordentlich voll sein. Ja. Schaut gut aus. Muss ich mal Scheinwischer anmachen. Und die Zeit mal ein bisschen vorspulen. 3 Minuten. Vielleicht den einen oder anderen Fahrgast, der hier noch mit möchte. Siehst du, wieder zu lange runtergeguckt, ja, und jetzt hast du wieder ein stehendes Bild. Sobald du aus dem Sichtfeld bist, hast du richtig stehende Bilder. Das ist halt mega lästig. Das war gerade ein bisschen knapp. Voll weggerutscht. Alter Verwalter. Das ist echt schon die große Dollenstraße. Ich muss mal ganz kurz gucken. Nee. Das ist Schwiegerrotenplatz. Oh, was ist denn jetzt hier los hier? Ich muss das mal oben anlassen. Da. Schweigroter Platz. Genau, jetzt passt das. Freust du dich schon als Fahrgast, wenn du reinkommst, ja? Und der Busfahrer, der rutscht erstmal so richtig schön auf dem Board den Ruf.
runter vom Gas, ja. Fang ja wieder letzte Dreck. Wir werden heute noch so wahrscheinlich den einen oder anderen Unfall sehen. Die Linie, die hat sie mich echt in sich. Wow. Wir haben den Bus gerade mal ein wenig wärmer bekommen. 1 Grad. Glatt hier. So, das Einsteigen. Hier im Bus muss man echt. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Ich hätte gerne ein Schülerticket. An den Kollegen auf der Linie 306, welches gerade auf dem Schaltmoderplatz steht. Kannst du bitte warten? Ich habe noch Umsteiger. Ja, mache ich. Ich erwarte euch. So, ja, jetzt haben wir natürlich hier wieder ein bisschen Zeit hier wieder gut gemacht, nachdem wir hier beinahe uns unseren ersten Unfall hier angeeignet hätten. Aber es ist nochmal alles gut gegangen. So, natürlich hier warten, jetzt haben wir hier fast 2 Minuten Standzeit. Nicht, dass die Oma hier noch mit will. Solange wir keinen behindern, geht das ja noch. Da ist doch kein Fahrer hinter uns, den wir jetzt hier gerade irgendwie zuparken müssen. Geht aber immer noch in Ordnung. Eine Stadt, eine Bewegung, ein Team. Wir verbinden Leidenschaft. Das ist halt immer so dieses Schwierige, ja, was ich immer so finde. Es gibt halt keine super Setting, ja, hier in Omsi, ja, dass dieses eine Setting wirklich für alles funktioniert. Große Dollenstraße. Die Rentenversicherung. Mhm.
So. Ich muss mal ganz kurz mal hier die Pfeiler machen. Okay. Okay, ich staune. Also so flüssig konnte ich bis jetzt im Bad Hügelsdorf noch nicht spielen. Es sind immer irgendwelche stehenden Hänger drin oder alles was. Ja, wie gesagt, du musst halt auch dann jede Karte einzeln anpassen und oh, mehr als lästig. Hier friert man sich ja zu Tode. Jo, was soll ich machen? Der Bus heizt nun mal nicht, das MAN. Was soll ich machen? Soll ich mal aussteigen? Na dann steig doch aus. Nächstes Mal bitte vorher, ja? Wäre sehr hilfreich. Ja, und wieder haben wir Standzeit. Jetzt ist ein Feuerwehr hinter uns, ja, oder? Kann man jetzt nicht ändern. Die Bläse so volle Pulle. Leitstelle für Wagen 510. Leitstelle hört. Mein Bus macht seit ca. 5 Minuten eigenartige Geräusche. Hört sich an wie ein Schleifen. Wagen 507, die Fahrt bitte an der nächsten Haltestelle unterbrechen. Wir schicken einen Werkstattwagen. Dankeschön. So. Da war ja auch schon wieder eine Menschenansammlung da hinten. Ist ja Wahnsinn.
Morgen. Grüezi. Guten Morgen. Morgen. Alles was Besonderes, da ich zu Besuch bin. Hast du wieder Tagesticket? Oh, ne, er wollte ein anderes, wa? Was will er haben? Touristenkarte. Nee, das ist nicht das, was ich will. Dankeschön. Wartet hier alle, Jim, ja? Ein bisschen blöd finde ist, hier gibt es auch keinen Schneedienst oder sowas. War der hier irgendwie mal die Straßen mal ein bisschen, gerade um die Uhrzeit, sollten die Straßen eigentlich schon längst geräumt sein, ja, sodass du halt hier auch ohne Probleme fahren kannst. Keiner aussteigen. Einen wundervollen guten Morgen. Morgen. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, ja. Du hast jetzt Pech. Du hättest jetzt ein paar Sekündchen früher drücken können. Alter Bahnhof Altstadt vor. Hier ein paar Hänger. Oh, war ordentlich gerutscht. Nur weil es heiß gleich sehr kühl gelagert wird, heißt es noch lange nicht, dass die Heizung auslassen wird. Morgen, Kurzstrecke bitte. Oh, ihr und eure Tickets hier, wirklich. Was kostet das? 2,10 Euro. Oh, ja, genau, Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja, das Geld kann ich gut für den Kaffee kassen. Ne? Finde ich auch. Lange Straße, Meiler. Das finde ich auch. Jetzt mal nimmst du ein bisschen Kleingeld mit. Ja, Sack. Zum Beispiel bei Regiobus ist es so, da kann der Busfahrer selber entscheiden. Also er braucht zum Beispiel schon ab 10 Euro Schein gar nicht mehr annehmen. Leitstelle für 503. Du schon wieder? Was willst du? Der Praktikant eigentlich immer noch dabei? Du meinst meinen Sohn? Ja, der ist dabei. Wieso? Okay, ich bin in 15 Minuten am Betriebshof. Der kann schon mal einen Kaffee kochen. Oh, das ist gut. Dann kannst du in dein Fach gehen. Da liegt nämlich schon die Abmahnung drin. Was denn für eine Abmahnung? Also so viel wie hier Funkverkehr ist bei uns jetzt nicht so. Ja, also. Da hat man natürlich noch ein bisschen verschärft oder sowas, keine Ahnung. Was fährst du denn jetzt?
Ja, tragt das Ding um die Ecke, wirklich. Will keiner einer aussteigen? Das schaut nicht so aus. Den Bus nicht warm, ja, das ist echt. Jetzt passiert was. Jetzt passiert was an der Heizung. Ich habe jetzt kein Fahrzeug von vorne. Hätte uns richtig böse jetzt in die Karten spielen können. Puh. Wie gesagt, Bad Hügelsdorf finde ich ja eine wirklich der schönsten Karten, aber die ist halt mega performance-hungrig. Das ist echt schade, ja. Mir voll rein. Ich hätte ihren Chef beschweren müssen. Ey, was für eine Rotze. Der Kollege, der hätte ja auch ruhig mal abbremsen können. Nein! Extra auf meinen Arsch geguckt, ja. Und habe voll gesehen, dass er mir da reinfährt. Ja, naja. Wäre zu schön gewesen, wenn wir hier einfach mal unfallfrei hier durchgekommen wären.
hier eigentlich? Voll nur so ein Schneeklotz hier oder irgendwie sowas. Wie so ein Bauzaun oder sowas. Das meine ich aber wieder bei mir im Bus, ne? Da der Körperklaus rausdenkt, das ist ja klasse. Alle Teller hier verkratzen, ne? Oha, das ist ja echt blöd. Mach dir nichts draus. Der Stück kam ein bisschen spät. Wollen alle unsere Fahrgäste raus, das ist blöd. Schön bei Rot beim Stopp einfach drüber gefahren, fantastisch. Zone hier. Ja, ja. Wir wissen's. Sie weigern nicht ein, dass das jetzt meine Schuld war. Vorausschauendes Fahren ist natürlich bei der KI extrem ungünstig. Viel Spaß, lauf eine Runde. Ist mir auch wurscht. So, das ist natürlich schon sehr breit gemacht jetzt. Hier, guck mal. Aber er ist vorbildlich stehen geblieben. Ja, warum der Busfahrer jetzt nicht? Ja? Also das ist immer wieder... Kirche.
du passt durch. So, dann steig ein, Keule. Mach Lack. Gott zum Große. Gott zum Große, ja. So, Foto ist da. Schön nach dem Unfall, schön verschmutzt, wie er ist. Immer nur so veraltete Sachen, immer so super rutschig. Aber ich muss wirklich staunen, ja, es läuft echt gut. Wahnsinn, Knolli. Du hier für Einstellungen hast hier. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht hier. Ja? Diese spielen jetzt hier in Bad Hügelsdorf. Finde ich geil. In Bremen hat es ja nun leider nicht so funktioniert mit den Settings. War ja nun ein bisschen mehr als dürftig. Leitstelle für Wagen 548. Leitstelle für 548. Mein Bus meldet einen Defekt am Lichtsystem. Kannst du deine Tour noch zu Ende fahren? Wenn ja, tu dies bitte und bring den Bus danach sofort in die Werkstatt. Okay, habe verstanden. Hat sei zu früh gelobt. Kannst du den Bus zu Ende fahren und bring den Bus dann in die Werkstatt. Meld mich später nochmal. Schon mal wieder 9 Grad drin, ne? Ist ja schon mal was. Wollen Sie vielleicht auch mal gerade ausfahren? Es wäre besser, wenn hier Sicherheitsgurte im Bus wären. Oh je, da sind wir reingerutscht. Da ging nichts mehr. Der ist nur noch gerutscht jetzt. Oh, Alter. Der ist nur noch gerutscht. Hatte keine... Was willst du machen? Lenkung kannst du nicht aufmachen, da du halt voll drauf zusteuerst. Ich hab's ja gesehen, 30. Ich bin ja schon auf die Bremse gegangen, aber... ärgerlich. Aber eine Herausforderung auf jeden Fall. Jetzt wollen sie wieder alle aussteigen. Oh Mann. Achtung, Schneeflocke, ja. Mal mitbekommen. Ja, das sind halt immer noch echt nur vereinzelte Straßen. Hier zum Beispiel. Super glatt hier wieder. Da rutschte. Da hast du keine Haftung mehr. Aber hier kannst du voll lang speeden hier, ja. Und hier musst du jetzt wieder aufpassen. Super lästig.
Aber gut, das ist halt. Blinker kaputt. Ah, die Tür ist auch kaputt. Wundervoll. So richtig schön in Zeitlupe. Na, es hat halt aber auch voll gescheppert. Ja? Wir sind da voll in die Leitplanke reingerutscht. Servus. Moin. Servus. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Danke. Dass ich es reparieren lasse. Und mich das unheimlich Tech kostet, das geht doch gar nicht. Ich werde jetzt natürlich noch mehr Verspätung ein, ne? Ja, die ist hier zum Beispiel wieder glatt hier. Ja, gucke. Meine Güte, wie fährt der denn? Ich könnte so mal das hektische Fahren bleiben lassen. Bleiben lassen. Ja, bleiben lassen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Kann es sein, dass mein Bus heute Morgen nicht aufgetankt wurde? Der steht schon auf Reserve. Bitte was? Sowas prüft man vor Fahrtantritt. Sofort zum Betriebshof zurück. Der Wagen wird hier getankt. Ey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst hier. Ja, ja. Boah. Ja, so kann es auch machen. Mann. Da bleibst du mal stehen jetzt hier. Verloren, wenn hier drin ein Bus oder ein LKW kommt, hast du keine Chance. Aber jetzt wollen sie jetzt nicht wieder alle aussteigen. Ja, weil die Fahrt die ging total in die Hose. Ich glaube, die ist halt nicht dafür geeignet für eine Leitstellenfahrt. Also zumindest die Linie hier nicht. Oder ich stelle einfach nur so dumm an. So, der geht ja nicht. Hui, Leute. Das wird eine echte Herausforderung hier.
Hier siehst du schon, dass alles in Ordnung ist hier. Hier kannst du rumcruisen. Wie meinte ich ja noch, ne? Normalerweise, wie gesagt, müsste die Straße eigentlich schon längst in Rollsplit oder sowas irgendwie. Gibt's in Bad Hügelsdorf nicht. Das üben wir nochmal, würde ich sagen, hier mit der Linie. Alle Blinker kaputt, Türen kaputt, der Herzbus ist kaputt, der fällt auseinander. Boah, Alter. Mach doch! Laden. Fahr mit dem Civic E. Echt lang war diese Linie hier. Echt lang hier alles. Aber Tügelsdorf ist halt so eine Karte, wo du echt gut üben kannst, ja. Wie gesagt, jetzt natürlich heute alles blöd gelaufen und ganz ehrlich, es waren zwei Busse jetzt tatsächlich gewesen, ja, die uns da jetzt echt zu blöde kamen. Ja, der eine, der hätte da... So, und bei dem letzten, der da konnte nichts mehr machen. Das war jetzt so festgekeilt gewesen. Gesehen, wie ich gegenlenken musste. Es war so festgekeilt, da konntest du nicht mehr machen. Also das sind große Hauptstraßen. Ja, das ist halt Punkt, den ich da nicht verstehen kann. Ja. Leitstelle bitte. Hier ist die Leitstelle. War mein Wagen gestern noch nicht in Erwartung, wie angekündigt, oder warum habe ich hier Probleme mit dem Bremsen? Doch, der war in Erwartung. Wir haben sogar extra gutes Fett genommen für die Bremsscheiben. Wäre es denn mal möglich, so schnell wie möglich mir einen Ersatzbus zu geben, damit ich hier meine Tour weiterfahren kann? Das wäre klasse. Dann hol die halt einen anderen Bus am Betriebshof, ja? Ja, verstanden. Dankeschön. Wie Verspätung wir hier haben, ja, das ist unglaublich. Du kommst hier einfach nicht schneller vom Fleck hier, ja? Das ist. Kannst du machen, was du willst. Jetzt nochmal einen Kickdown hier durch hier.
Die Zeit ist ein bisschen sehr knapp bemessen hier auf der Linie hier. So, der Bus muss ausgetauscht werden, Leute. Der ist kaputt. Wie wird einmal kaputt gemacht? Ah, das war eine ganz schöne Hausnummer jetzt. Das ist echt nicht easy peasy, ja. Also, holy shit. Das war gerade mega anstrengend. Oh, wir haben Halloween-Linie geschildert. Das ist natürlich auch fantastisch. So, Leute. Wir machen es kurz und knapp. Ich schwitze. Sonst was. Ey, das ist Wahnsinn. Aber hier wünsche ich mir auf jeden Fall leider noch ein Update seitens von Bad Hügelsdorf. Also gerade große Straßen und sowas, die müssen natürlich geräumt sein. Ja, das geht gar nicht, ja, dass die Straßen so spiegelglatt sind. Ja. Ich meine, wenn es Nachtzeit ist, ich weiß halt nicht, inwiefern da jetzt der Omsi wieder mit dran Teilschuld hat oder sowas, ja, dass das Ganze wieder von der Physik nicht umgesetzt werden kann oder hier und da. Aber das ist ein bisschen schade, weil das hat jetzt gerade so ein bisschen, also ziemlich weh getan. Ja, die beiden Busse, die wir zerstört haben, denn dass wir dann in die Leitplanke reingerutscht sind, alles nicht so schön, nicht so schön. Aber naja gut, nun haben wir es, nun ist es so und dementsprechend hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall muss ich mir das hier noch ein paar Mal reinziehen. Ja? Wenn du das hier Ding dir beherrschst wahrscheinlich, dann kannst du im Winter fahren. Ja? Also muss man mal lassen. Auf jeden Fall bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und jetzt doch der relativ langen Folge. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht, auch wenn wir den einen oder anderen Unfall hatten, aber ja, passiert. Man ist ja noch irgendwo immer noch in der Lernphase oder nicht oder doch. Ich habe keine Ahnung. Schreibt mir gerne alles in die Kommentare. Würde mich da mega drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht hier mit einer weiteren Weihnachts-Winterfolge hier mit Omsi. Ich verabschiede mich. Bis dann. Bleibt gesund. Tschüss.